Bevor wir aber am Nachmittag sind, beginnen wir mit dem Morgen und beginnen damit, dass wir uns gemeinsam freuen, dass die Bundeskanzlerin jetzt zu uns spricht. Forschung, Innovation, Bildung sind Themen, die der Kanzlerin, denke ich, sehr am Herzen liegen. Bitte schön, Frau Bundeskanzlerin. Ja, danke schön, Herr Professor Warner, sehr geehrter Herr Professor Hacker, sehr geehrter Herr Professor Harhoff und alle, die hier im Inneren und im Äußeren, in den äußeren Zirkeln sitzen. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein kann. Wir alle wissen, wirtschaftlicher Erfolg baut auf wissenschaftlichem Erfolg auf. Dies gilt spätestens seit Beginn der Industrialisierung. Wir feiern in diesem Jahr den 200. Geburtstag von Werner von Siemens. Und er hat bereits gesagt, ich zitiere ihn, die Industrie eines Landes wird niemals eine international leitende Stellung erwerben und sich erhalten können, wenn dasselbe nicht gleichzeitig an der Spitze des naturwissenschaftlichen Fortschritts steht. Soweit die Erkenntnis von Menschen, die vor 200 Jahren geboren wurden. Da hat sich zwar an der Art der Erkenntnis manches geändert, aber an der Grundlage im Grunde nicht. Wir zählen, glaube ich, zu den erfolgreichen Exportnationen weltweit, weil wir mit forschungs- und entwicklungsintensiven Hightech-Angeboten auf den Weltmärkten überzeugen können. Und unseren Wohlstand werden wir uns nur erhalten können, wenn wir diese Innovationskraft auch weiter behalten. Und in einer Zeit, in der wir, glaube ich, auch wieder disruptive Entwicklungen erleben, also wirklich noch einmal neue Qualitäten der industriellen Produktion durch die Digitalisierung, wird es von großer Bedeutung sein, ob wir diese führende Stellung weiter behalten, ob wir weiter innovationsfreundliche Produkte in möglichst großer Breite auch anbieten können oder ob uns das nicht gelingt. Und ich würde ganz einfach sagen, die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Wir sind nicht ohne Möglichkeiten, aber wir müssen realistisch sein. Sie ist nicht geschlagen und ich habe auch den Eindruck, wegen zum Teil definitorischer Probleme, wegen Dingen, die wie so ein Fundament manchmal noch nicht richtig sichtbar sind, ist es im Augenblick auch nicht so ganz einfach, überall zu sagen, wie und wo stehen wir. Herr Professor Barner hat es eben für einige Bereiche gesagt, bei der Industrie 4.0, okay. Aber insgesamt genau festzulegen, wie ist das, weil auch sehr viele Forschungsgebiete ineinander greifen, also einerseits das Internet der Dinge, andererseits die künstliche Intelligenz, die biologischen Möglichkeiten, die sich synthetisch langsam ergeben. Und mir, sage ich ganz offen am Anfang hier, ist nicht ganz klar, in welchen Bereichen sind wir wirklich top, in welchen Bereichen müssen wir uns Wissen dazu kaufen und wie wird sich sozusagen die Verwebung all dieser Bereiche eines Tages darstellen und haben wir dann alle strategischen Fähigkeiten in unserer Hand, die wir brauchen, um auch wirklich vorne mit dabei zu sein. Das war jetzt aber auch schon der zweifelndste Teil meiner Rede, sondern ansonsten werde ich über das Gute sprechen, weil ich glaube, wir sind auch wirklich vorangekommen in den letzten Jahren. Einmal, was die Verlässlichkeit der Finanzierung anbelangt im Forschungsbereich seitens der staatlichen Institutionen, ist das ein hohes Maß, was auch dazu geführt hat, dass viele Wissenschaftler nach Deutschland wieder zurückgekehrt sind, weil man sich im außeruniversitären Bereich darauf verlassen kann, beständige Finanzzusagen zu haben. Wir haben uns dem 3%-Ziel zusammen mit der Wirtschaft natürlich recht gut genähert. Und wir haben mit unserer Hightech-Strategie, die wir in dieser Legislaturperiode auch noch mal neu und verbreitert und auch mehr mit den einzelnen Ressorts verwoben haben, doch ein erfolgreiches Innovationssystem mit ständiger Nachverfolgung, wo stehen wir und wo stehen wir nicht. Wir brauchen natürlich ein sehr enges Zusammenwirken der verschiedenen Akteure und deshalb legt die Bundesregierung sehr viel Wert darauf, in ihrer digitalen Agenda die verschiedenen Ressorts in ganz enger Kooperation, in beständigem Austausch zu haben. Und ich würde sagen, das funktioniert deutlich und weitaus besser, als wir das in vergangenen Jahren gehabt haben. Und das ist ein absoluter Vorteil, der widerspiegelt sich auch in unserem Innovationsdialog, den wir haben und bei dem wir ja bestimmte Themen auch immer wieder
durchsprechen. Und ich glaube, die gesamte Digitalisierung veranlasst uns sowieso, in anderen Netzwerken auch zu arbeiten. Das gilt auch für Regierungen. Und sie veranlasst uns auch, mit flacheren Hierarchien zu arbeiten. Das ist für administrative Körper sozusagen keine ganz einfache Sache, aber dem werden wir uns im Regierungshandeln auch immer weiter stellen müssen, aber das gibt es auch in Ansätzen bereits sehr gut. Wir haben also mit der digitalen Agenda eine systematische Vorgehensweise und wir wissen allerdings, dass wir angewiesen sind auch auf europäische Initiativen. Die Europäische Kommission hat die Wege zu einem digitalen Binnenmarkt skizziert. Es sind auch Fortschritte, deutliche Fortschritte gemacht worden, einmal mit Teilen der Umsetzung des Telekommunikationspaketes, das ja viele Jahre dort vor sich hin gewartet hat und jetzt doch in letzter Zeit umgesetzt werden konnte. Es ist eine gute Nachricht, dass die Datenschutzgrundverordnung verabschiedet wurde. Hier wird allerdings bei den vielen unbestimmten Rechtsbegriffen noch sehr viel Kraft darauf gelenkt werden müssen, wie wir sie dann sozusagen auch mit Leben erfüllen. Und hier wird es vor allen Dingen auch darauf ankommen, dass die einzelnen Mitgliedstaaten dann wirklich ein gemeinsames Level Playing Field haben und nicht die Auslegung in den einzelnen Ländern dann wieder sehr unterschiedlich ist. Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsposition erarbeitet bei dem Thema Industrie 4.0. Herr Professor Barner hat darauf hingewiesen. Hier geht es ja um verschiedene Aspekte. Einmal um die veränderte Fertigung von Dingen und zum Zweiten natürlich auch um die veränderten Produkt-Kunden-Beziehungen. Ich glaube, dass wir bei der Veränderung der Fertigung relativ gut dastehen und das, was andere das Internet der Dinge nennen, mit Industrie 4.0 auch recht gut abbilden. Was das Denken vom Kunden her anbelangt und die völligen Veränderungen im Marketing, da dürfen wir nicht nachlassen und da haben wir vielleicht noch nicht immer die abschließende Lösung. Aber darüber werden Sie sicherlich heute sprechen. Kann das die traditionelle Industrie auch noch mitmachen oder brauche ich dazu sozusagen Menschen, die völlig aus dem Leben des Internet kommen und die das dann sozusagen mit den Fertigern gemeinsam tun? Deutschland mit einem sehr starken industriellen Wertschöpfungsanteil hat natürlich ein hohes Interesse daran, nicht mit seiner industriellen Wertschöpfung zur verlängerten Werkbank von anderen zu werden. Und hier, glaube ich, muss man sehr realistisch sehen, die geringe Zahl von wirklichen Internetunternehmen, also die aus der Softwareseite kommen, ist schon ein strategischer Nachteil, den man, darüber muss diskutiert werden, sicherlich wieder gut machen kann, aber wo wir hart arbeiten müssen, um nicht in die Hände von Unternehmen zu gelangen, die sich eben im Wesentlichen mit dem Management von Daten beschäftigen. Und dazu, und das will die Bundesregierung sehr gerne tun, müssen wir eine positive Einstellung der Menschen auch erzeugen zum Big Data Management. Daten sind Rohstoffe und sie dürfen nicht per se irgendwie mit einem negativen Ogu behaftet werden, sondern natürlich geht es darum, wie man sie so einsetzt, dass der personelle Schutz gewährleistet ist und vieles andere mehr. Aber die Menschen werden ein hohes Interesse daran haben, an den Produkten des Big Data Mining, wie man das so schön sagt. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass sie sich diese Produkte nicht woanders erwerben und nicht bei uns. Wir haben eine Vielzahl von Förderinstrumenten, gerade für die Gründerszene. Das ist ein großes Thema und hier muss man sagen, wir haben vieles getan in letzter Zeit, aber wir sind nicht am Ende unserer Bemühungen. Wir werden auch auf der Kabinettklausur im Mai wieder schauen. Und ich bin nach wie vor ein bisschen betrübt, dass wir auch mit der Europäischen Kommission bei allem, was die Fördermöglichkeiten, gerade auch die Verlustvorträge und deren Umgang bei Eigentümerwechsel bei Start-ups anbelangt, doch nur sehr schwer vorankommen. Und wir haben nach wie vor auch strategische Nachteile in Europa. Ich nenne das jetzt einfach so, was die Zerklüftetheit des europäischen Telekommunikationsmarktes anbelangt. Die Fusionsmöglichkeiten sind geringer als in anderen Bereichen der Welt, in China, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn wir hier im globalen Wettbewerb stehen, müssen wir versuchen, auch diese strukturellen Schwierigkeiten zu überwinden. Es ist kein Geheimnis, dass sehr lange auf die
Konsumentenpreise geachtet wurden, dass dadurch die Investitionssummen, die den Unternehmen zur Verfügung stehen, auch nicht übergroß sind im Vergleich zu anderen Regionen der Welt. Und wir werden uns hier auch immer wieder anschauen müssen, wie arbeitet man in den führenden asiatischen Ländern und wie arbeitet man in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hightech-Gründerfonds, Exist, Invest, das sind alles solche Dinge, mit denen die Insider vertraut sind, also Möglichkeiten der steuerlichen und sonstigen Förderung. Es sind jetzt noch mal zwei neue Instrumente aufgelegt worden, der sogenannte Coparion oder Coparion, wir sprechen noch Deutsch, ja? Okay, der Coparion-Fonds ist eine der seltenen Fälle und das die EAP-EIF-Wachstumsfazilität und wir hoffen, dass wir hier damit auch vorankommen. Dass wir den Standort Deutschland für Start-ups attraktiver machen wollen, aber auch müssen, das haben Sie, lieber Herr Professor Haarhoff, immer wieder unterstrichen, einmal mehr im aktuellen Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation. Ich zitiere, innovative Geschäftsmodelle der digitalen Wirtschaft werden derzeit insbesondere von jungen Unternehmen aufgegriffen und treiben das Wachstum der Internetwirtschaft voran. Also muss hier viel Kraft reingelegt werden. Ich habe so den Eindruck, dass neben London auch Paris, also Frankreich, inzwischen gewaltige Schritte nach vorne gemacht hat. Und was in diesen beiden Ländern europäisch möglich sein sollte, sollte eigentlich auch bei uns europäisch möglich sein. Und Sie geben dann nämlich auch zu bedenken, für etablierte Unternehmen, die dieser Entwicklung nicht folgen, besteht die Gefahr, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und hier will ich einen Blick kurz werfen auf den Mittelstand, der ja nun in Deutschland sehr weit und breit definiert ist. Hier wird es sehr darauf ankommen, dass die großen Zugpferde sozusagen die mittelständischen Unternehmen mitnehmen und dass wir hier in breiter Front die Notwendigkeiten der Digitalisierung verankern. Und hier wird sich ganz wesentlich auch mitentscheiden, weil der Mittelstand ja wirklich auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, ob wir eben die Zeichen der Zukunft auch wirklich ausreichend erkennen. Um dem Transfer von digitalem Know-how auf die Sprünge zu helfen, richten wir als Bundesregierung sogenannte Kompetenzzentren ein. Und ich glaube, dass wir hier die Möglichkeit damit eben geben, gerade kleineren und mittelständischen Unternehmen auch Fachwissen aufzunehmen, neue Entwicklungen testen zu können, kennenlernen zu können. Und ich glaube, das ist ein vernünftiger Schritt. Die Sicherheitsfragen, Datenschutz auf der einen Seite, aber auch Cybersicherheit werden eine große Rolle spielen. Die Bundesregierung überarbeitet auch die Cybersicherheitsstrategie. Wir sind hier mit Sicherheit nicht das führende Land der Welt, aber es wird von allergrößter Bedeutung sein, seine eigene Infrastruktur auch wirklich absichern zu können. Und deshalb ist die Arbeit hieran von großer Wichtigkeit. Ein Beispiel, ein Bereich, in dem wir natürlich, über den Sie heute auch sprechen werden, ist die automatisierte und vernetzte Mobilität. Wir sind ein Hightech-Autoland, hier wird sich vieles für unsere Volkswirtschaft entscheiden und wir schauen, dass wir die Rahmenbedingungen in diesen Jahren jetzt auch verbessern. Das Pilotprojekt Testfeld auf der A9 ist ein solches Beispiel. Aber wenn man sich international umschaut, dann sieht man, dass wir natürlich bei weitem nicht die Einzigen sind, die sich mit autonomem Fahren beschäftigen. Es geht also neben Mobilität und Verkehr um autonome Systeme, um Assistenzsysteme. All das ist in der Entwicklung. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir in unseren Parteien diskutieren, die im Deutschen Bundestag vertreten sind oder die Koalition tragen, dass sozusagen die Dynamik der Entwicklung noch nicht bei jedem Mitglied angekommen ist. Wir müssen hier auch sehr viel Lernarbeit unter den Abgeordneten, unter den Vertretern in den verschiedenen Parlamenten, in den Ländern, in den Gemeinden, Kommunen machen, weil bestimmte Entwicklungen schneller kommen werden, als wir uns das vielleicht vor 5 oder 10 Jahren noch vorgestellt haben. Und wir müssen vor allen Dingen auch die Chancen sehen. Das will ich auch im Bereich der Robotik ganz deutlich sagen. Wenn man sieht, was Roboter und insgesamt das ganze Thema Mensch-Maschine-Beziehung heute ausmachen, dann ist auch hier sozusagen die innere Einstellung, dass das zu unseren Lebzeiten noch
eine große Rolle spielen könnte. Die ist noch nicht durch alle Bevölkerungsschichten hindurch gewachsen und es ist, die Mensch-Maschine-Beziehungen entwickeln sich natürlich rasant. Und es ist ja für den Menschen auch nicht ganz einfach zu erkennen, dass manche Dinge die Maschine einfach so sehr gut auch machen kann, so sehr fehlerfrei machen kann. Und dieser Prozess, dass der Mensch dann andere Fähigkeiten entwickeln muss, aber nicht mehr sozusagen die Routinefähigkeiten, der wird natürlich in Richtung Arbeitswelt auch sehr, sehr große Probleme oder Aufgaben, sagen wir es positiv, Aufgaben für uns mitbringen. Die Bundesarbeitsministerin hat diesen Prozess Arbeiten 4.0 auch mit einer Plattform, mit Kongressen, mit einem Grünbuch, mit der Erarbeitung eines Weißbuchs sehr klar in den Blick genommen. Die entscheidenden Schritte stehen dann natürlich noch aus. Wie fassen wir dann die zukünftige Gesetzeskraft und wie schaffen wir es vor allen Dingen, die gesamte Breite der Tätigkeiten dann so zu ordnen, dass genügend Freiraum bleibt auf der einen Seite, der gefordert wird, den die Menschen wollen, Individualisierung, auf der anderen Seite genügend Leitplanken da sind, um nicht sozusagen eine 24-Stunden-Verfügbarkeit von jedem, der mal eine gute Idee hat, zu erzwingen. Und da werden noch harte Diskussionen über die Zukunft der Arbeitswelt stattfinden. Wir wissen, dass um auch die zukünftige Fachkräfteversorgung sicherzustellen, die Bildung eine zentrale Rolle spielt. Wir werben seit Jahren für die MINT-Fächer mit durchaus ein bisschen Erfolg. Beim Girls Day, wenn ich dann immer frage, wie viele Mädchen denn unter den Berufsanfängern in bestimmten Berufen sind, gibt es meistens so eine Art Quizfrage, bin ich selbst immer erschrocken, dass dann wir irgendwo unter 20% meistens bei den Mädchen noch landen. Es wäre schön und gut, auch Mädchen könnten sich hier mehr diesen Fächern öffnen, weil sie auch sehr gute Verdienstmöglichkeiten für die Zukunft mit sich bringen werden. Die Offenheit für Naturwissenschaften, für technische Entwicklungen muss da sein und wir müssen immer wieder auch jedem, der ganz selbstverständlich die Möglichkeiten der digitalen Entwicklung nutzt, deutlich machen, ohne Fachkräfte, die das alles entwickeln, wird es nicht gehen und insofern ist die Bildungsarbeit von größter Bedeutung. Da wird gerade was aus, ich darf als Bundeskanzlerin über Schulen nicht sprechen, weil ich dafür nicht zuständig bin, aber ich sage mal, die Methodik des Lernens muss natürlich sich auch verändern und weil wir so doch teilweise disruptive Entwicklungen haben, ist es eben auch ganz wichtig, Lehrerbildung immer wieder anzusprechen und auch hier macht das Bundesbildungsministerium einige Aktivitäten zu versuchen, eben das Mitlernen des Lehrers auch zu ermöglichen, denn wenn die Schüler dem Lehrer alles erklären, dann ist das auch eine, sagen wir mal, nicht ganz selbstverständliche Sache. So viel von meiner Seite als einige Impulse. Ich freue mich, dass Sie hier heute in so breiter Runde über die Dinge diskutieren. Ich glaube, nur schonungslose Analysen werden uns die ermöglichen, wirklich voranzukommen. Und wir werden jetzt bei der Hannover Messe in wenigen Tagen den amerikanischen Präsidenten mit einer großen Industriedelegation aus den Vereinigten Staaten von Amerika zu Besuch haben. Und da wird sozusagen so ein bisschen Kräftemessen auch sein, wer auf dem Weg in die Industrie 4.0 denn auch welche Karten im Spiel hat, sage ich mal, denn die andere sind auch ehrgeizig auf der Welt und ich freue mich, dass Sie jetzt zwischen den Standardisierungsorganisationen, also mit dem amerikanischen System IETIIC, auch zusammenarbeiten mit der Plattform Industrie 4.0. Ich glaube, das bringt uns alle voran und wir wissen, wer die Standards setzt, hat auch gute Chancen der zukünftigen Verbreiterung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Wir würden jetzt eine Fragerunde beginnen und ich würde vielleicht mit einer ersten Frage ein ganz anderes Thema ansprechen, das vielleicht ein wenig Bezug hat zur Frage der Facharbeiter. Ich glaube, hier in diesem Raum werden Sie fast ausschließlich Leute finden, die ihre Flüchtlingspolitik, ihre Anstrengungen voll und ganz unterstützen wollen, die bewundern, wie konsistent und konsequent sie in der Flüchtlingsfrage arbeiten und die Richtung vorgeben. Die Frage, die sich stellt für den Stifterverband beispielsweise, ist die Thematik
Integration durch Bildung. Die Frage, die sie stellt, wie können Sie sich vorstellen, was sind Ihre Gedanken zur Frage Flüchtlinge und mittelfristig Arbeitsmarkt? Ja, wir sind jetzt ja dadurch, dass die Ankunftszahlen im Augenblick deutlich niedriger sind, so ein bisschen auch in der Lage, die Ordnung und die Steuerung besser vornehmen zu können. Und ich glaube, dass die enge Vernetzung von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Bundesagentur für Arbeit von der Struktur her sehr hilfreich ist. Das heißt, ich verlasse mich da auf die Aussagen auch von Herrn Weise. Wir rechnen damit, dass wir 10-15% der Flüchtlinge sehr schnell in eine Tätigkeit bringen werden. Da wird es darauf ankommen, dass sozusagen alle, die potenziell Arbeitsmöglichkeiten haben, auch sehr schnell diese Flüchtlinge finden. Das heißt, man wird an Plattformen arbeiten müssen, wo sie zugreifen können. Und für die lokale Wirtschaft wird man vor allen Dingen auch, das wird die Bundesarbeitsministerin machen, Anlaufzentren pro Kreis haben müssen, wo man weiß, wenn ich was ein Angebot für einen Flüchtling habe, dann wende ich mich da und dahin, damit das nicht so damit nicht so viel Leerlauf dadurch ist, dass man nicht weiß, wen man ansprechen soll und zum Schluss Herr Weise alles persönlich regeln muss, weil jeder, der ihn kennt, ihn dann irgendwas fragt, das funktioniert ja meistens nicht so gut. Dann weist Herr Weise immer wieder darauf hin, also er macht das ganz interessant, 1,2 Millionen Menschen werden innerhalb von 3 Jahren, 13, 14, 15, sagen wir, nimmt er an, zu uns kommen, davon 60, etwa 2/3 akzeptiert und dann von denen wiederum ungefähr, glaube ich, so 450.000 im erwerbsfähigen Alter, davon die Hälfte unter 25 Jahre. Und das zeigt, dass wir also mit Bildung doch eine ganze Menge noch machen können, wenngleich man auch da sagen muss, dass die Bildungssysteme sich zum Teil schon sehr unterscheiden. Also das afghanische Bildungssystem ist sicherlich jetzt mit der deutschen Berufsausbildung nicht unmittelbar kompatibel in jedem Falle. Aber da wird man auch nochmal zwischen Gruppen unterscheiden müssen. Und dann wird die Frage sein, wie können wir Module anbieten. Das ist eigentlich an Sie meine Hauptbitte von der Wirtschaft, dass Sie offen sind, dass wir nicht sozusagen sagen, entweder du kannst die gesamte Facharbeiterausbildung machen oder du hast keine Chance. Wir werden große Schwierigkeiten haben beim Schriftlichen. Das heißt, wir müssen überlegen, kann man sozusagen praktische Fähigkeiten vorziehen, um den jungen Menschen auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Und dann muss man Berufsbilder, das könnte übrigens auch für Deutsche, die es sich schwer tun, einen ganzen Facharbeiterberuf zu lernen, muss man sozusagen Teilqualifizierungen machen, damit auch bestimmte Wertigkeiten entstehen. So, also die Hauptaufgabe wird jetzt in diesem Jahr erstmal darin bestehen, möglichst viele in irgendeine Tätigkeit zu bringen und dann die 10-15%, die sofort verwendbar sind, auch wirklich dorthin zu bringen, wo es gut ist. Und dann haben wir noch ein strukturelles Problem. Jeder, der über einen Stifterverband auch mit Flüchtlingen zusammenkommt, erzählen Sie ihnen von dem Wert der Berufsausbildung. Die stehen oft unter hohem familiären Druck, dass sie Geld verdienen müssen, dass sie dann irgendeine einigermaßen bezahlte Arbeit annehmen und nicht sozusagen sehen, wie sich ihre eigene Perspektive entwickelt. Wir haben natürlich ein strukturelles Problem, dann bin ich fertig. Das sind alles Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention mit einem Aufenthaltsstatus von 3 Jahren. Und natürlich ist, sag mal, wenn man die Türkei nimmt, da sind 2,7 Millionen syrische Flüchtlinge. Die Türkei sagt, in dem Moment, wo Frieden ist in Syrien und wo der politische Prozess erfolgreich ist, geht sie davon aus, dass sie natürlich alle wieder nach Hause gehen. Wir müssen auch deutlich machen, dass wir auch Fähigkeiten gerne geben durch Integration, die aber gegebenenfalls vielleicht auch wieder zu Hause angewendet werden können. Die Iraker zum Beispiel, da sehen wir das sehr stark, wenn Städte befreit sind aus dem IS, dann gehen die Menschen auch wieder dorthin zurück und wir sollten nicht sagen, wir sollten weder sagen, alle müssen wieder weg, noch sollten wir aber auch ausschließen durch unsere Art von Integration, dass der wieder nach Hause will, dass das natürlich auch eine Bereicherung für das Land sein kann. Herr Alborn. Ja, so, wenn ich an die Probleme der Innovation denke, dann fällt mir da als erstes Regulation ein.
Innovation wird immer schneller und Regulationen dauern trotzdem noch recht lange. Also neue Businessmodelle sind da, aber oft einfach nicht machbar. Und ich würde ganz gerne. Sagen Sie mal ein Beispiel. Uber wäre zum Beispiel eins. Sagt Herr Machnick nachher was dazu. Aber allgemein auch bei der Firmengründung, Firmenfinanzierung. Es gibt viele, viele Bereiche, die ja einfach nicht Startup-freundlich sind. Ich würde ganz gerne wissen, ob es da, gibt es da Ansätze, gibt es da Lösungsmöglichkeiten? Kann man helfen? Uns. Natürlich. Ja. Sie können uns helfen, indem, so ein charmantes Angebot meistens, also... Nein, für uns ist ja ganz wichtig, da wir ja die innovativen Firmenmodelle nicht selber kennen, dass wir sozusagen Ansprechpartner haben, die uns, da können Sie helfen, die uns einfach diese Optionen sagen und dann sagen, wo sind die Beschwernisse, was kriegen wir nicht. Wir haben natürlich immer das Thema Berufsstände, wie es sie heute gibt, mit auch hohem Qualitätsstandard. Das ist sicherlich für völlig innovative Angebote dann auch immer etwas, wo in Deutschland die Skepsis ziemlich vorherrschend ist. Also wir müssen natürlich auch ein Gefühl entwickeln, was wird sich eh durchsetzen und wo lohnt es sich darauf zu beharren, dass eine bestimmte eingespielte und festgelegte Qualität eben auch ein Wert an sich ist. Also mein Vorschlag wäre, dass Sie denen, die für die digitale Agenda verantwortlich zeichnen, einfach mal diese neuen Businessmodelle zeigen und sagen, wo stoßen Sie auf Kritik und da müssen wir das einfach mal durchgehen oder wo stoßen Sie auf Hemmnisse und da müssen wir durchgehen, was müssten wir abschaffen und was nicht. So also, können Sie helfen. Also ein Beispiel ist natürlich die On-Demand Economy, was in Amerika jetzt schon sehr stark diskutiert wird vom amerikanischen Staat, von den Senatoren, wo es wirklich darum geht, wie wird das Arbeitsrecht geändert, weil sich das natürlich komplett geändert hat, wie Leute arbeiten. In Deutschland haben wir das nicht so, weil es halt einfach nicht möglich ist. Und gibt es hier in Deutschland sowas wie ein Technology Council, wo Gründer eingeladen werden, die direkt in diesen Bereichen arbeiten, die dann helfen können? Naja, ich denke, was wir im Innovationsdialog machen, da könnten wir Herrn Kagermann bitten, mal eine Runde vorzubereiten mit Ihnen, wo all diese Fragen aufgeschrieben werden und dann zu gucken, was für Änderungen sind notwendig. Und das Zweite ist, es gibt eine Plattform von Frau Nahles, die sich mit allen Fragen des Arbeitsrechts beschäftigt. Und da könnte man sich auch hinwenden. Ich weiß nicht, Herr Machnick, was würden Sie vorschlagen? Eine Plattform junge digitale Unternehmen, wo wir solche Fragen auch diskutieren, der Fragen der Finanzierung, Fragen von, so heißt das heute neudeutsch, von neuen Flexibilitätskonsensen, die wir, glaube ich, brauchen angesichts der Digitalisierung. Und drittens, wir haben gerade eine Abfrage gestartet, wo gibt es Hürden? Zum Beispiel, da gibt es auch hier aus diesem Kreis, haben sich einige an das Bundeswirtschaftsministerium gewandt mit Vorschlägen. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie wir das auch umsetzen können, entweder in Gesetzgebung oder Ähnliches. Also da ist schon eines im Gange. Also ich denke, es ist eine gute Idee, das im Innovationsdialog mal aufzugreifen und zu schauen, dass wir es dann aber auch wirklich so unterfüttern können, dass es dann konkret und greifbar wird. Muss vorbereitet werden, ja. Nicht? Damit, aber das könnte man da machen. Und wenn Sie diese jungen Unternehmenplattformen haben, wäre das auch ein guter Punkt. Passt. Aber Sie haben jetzt selber kein Beraterteam, wie Obama zum Beispiel hat ja ein... Ich leite den Innovationsdialog, das ist mein Beraterteam. Da sind hinreichend viele... gute Leute dabei, die und dieser von mir genannte Professor Kagermann bereitet es einfach vor. Also insofern habe ich schon ein Beraterteam. Herr Alban, die Sorge, die Sie zum Ausdruck bringen, ist, glaube ich, nicht so begründet, aber wir werden in der Mittagspause vielleicht eine Chance haben. Dann kann ich Ihnen das nochmal im Detail vielleicht näher bringen. Herr Haarhoff. Und dann würde ich alle bitten, sich zu melden, die eine Frage haben. Nee, also es ist nicht so, bitte. Dass ich das nur aus der Vorlage erfahre. Wenn ich was nicht verstehe, kenne ich sogar Leute, die mir was erklären. Das ist. Denn ich meine mal, wir müssen ja alle viel lernen in nochmal. Das ist ja schon, mich hat das sehr beeindruckt, auch wie Bosch und so andere das machen. Wir müssen ja da uns unentwegt wieder in Sachen einarbeiten, die wir bisher nicht wussten. Und das ist aber auch, ist belebt. Herr Haarhoff, bitte. Ja, ich würde den Blick jetzt auf
gerne auf die anderen Akteure lenken. Wir können natürlich an die Politik herantreten und Handlungsoptionen ihnen empfehlen oder auch Dinge fordern. Aber ein erfolgreiches Meistern des digitalen Wandels kann natürlich auch nur dann passieren, wenn andere Akteure, die Wissenschaft, die Wirtschaft, die Gesellschaft irgendwo mitziehen. Mich würde jetzt interessieren, ob die Kanzlerin als Vertreterin der Politik jetzt sozusagen auch Beobachtungen hat, Wünsche hat an diese anderen Akteure, wie denn die Politik unterstützt werden kann beim Einsetzen der richtigen Maßnahmen, aber auch beim Einleiten kultureller Verwandlungen. Meine persönliche Beobachtung an der Stelle wäre, dass uns auch vielleicht unsere Wissenschaftsorganisationen im digitalen Bereich noch nicht ganz so gut aufgestellt sind, dass man nicht noch weiter vorantreten kann. Und vielleicht ist auch im Bereich der Wirtschaft noch das eine oder andere zu holen. Und vielleicht müssen wir auch in den Haushalten, in der Gesellschaft kulturellen Wandel anstoßen, aktiv. Sind da Vorschläge, die Sie an uns herantragen können? Und wie können wir als Vertreter dieser Akteure unterstützen, was in der Politik geschieht? Also, positiv will ich erstmal sagen, dass wir sowohl in dem IT-Dialog oder wie heißt das jetzt eigentlich, also alles, was wir um die CeBIT herum machen, diese ganze Informations- und Technologie-Zusammenarbeit, die funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und sie zeichnet sich durch etwas ganz Neues aus. Die klassische Zusammenarbeit zwischen Politik und Unternehmen ist ja BDA, BDI und DIHK und Zentralverband des Deutschen Handwerks. Da kommt man hin einmal im Jahr und dann wird sozusagen eine Wunschliste von Seiten der Wirtschaft vorgelegt und dann sagen wir, das geht und das geht nicht. Und manches geht eben dann 10 Jahre lang nicht, aber es ist ein eher, sagen wir mal, festgefügter Prozess. Bei diesen ganzen Dialogformen, die wir jetzt um die Digitalisierung herum haben, ist das Zusammenarbeiten sehr viel konstruktiver, weil alle im Grunde im Neuland arbeiten. Und da gibt es Kooperationsformen mit der Wirtschaft, die ich unglaublich begrüße, weil man einfach immer wieder eine Lösung versucht zu finden. Manches geht vielleicht zu langsam und so, aber doch sehr, sehr gut. Was meine Bitte an die Wissenschaftsorganisationen, die Wirtschaftsorganisationen, wen auch immer ist, dass sie möglichst viele mitnehmen. Ich habe nicht den Überblick, wie viel Prozent des Handwerks sich in der Digitalisierung super auskennen. Ich habe nicht den Überblick, wie viele deutsche Mittelständler wirklich jetzt schon die Zeichen der Zeit erkannt haben. Aber alle wird es irgendwann erreichen. Ich weiß nicht, wie viele Vertriebsleute in der Automobilindustrie eigentlich schon wissen, wie sich der Vertrieb ändern wird. Ich weiß nicht, wie viele Versicherungsleute sich in Deutschland Gedanken machen, wie ganze Modelle sich verändern werden. Und dieser Prozess, der muss eigentlich aus der Wirtschaft selbst herauskommen, und da sind natürlich die Vorreiter sind in der digitalen Agenda, diejenigen, die da auch eine riesen Bildungs- und Mitnahmearbeit haben. Und dann an die Wissenschaftsorganisationen ist meine Bitte, wir als Politiker wissen, was wir haben. Wir gehen mal Betriebe besuchen und kennen die Leute und so weiter. Was andere auf der Welt haben und wir gar nicht haben oder zu wenig haben, das wissen wir nicht. Ich weiß irgendwie, dass wir bei gentechnisch veränderten Organismen nicht besonders gut dastehen. Soweit hat sich schon rumgesprochen. Wie wir in der synthetischen Biologie dastehen, weiß ich nicht ganz genau. Wie wir bei der künstlichen Intelligenz dastehen, kann ich nicht genau ermessen. Dann sagt immer einer, wir haben aber was. Aber ob das jetzt mit Amerika vergleichbar ist oder nicht, ich weiß nur eins. Irgendwann greifen diese ganzen Dinge zusammen. Und ich weiß zum Beispiel nicht, ein Unterschied, ein struktureller Unterschied ist ja, dass die Amerikaner sehr viel in der Militärforschung machen, was wir ja praktisch gar nicht haben. Was ist da zu erwarten? Was kommt da eines Tages auf uns zu und ist dann eine ganze Neuheit? So, und das sind die Dinge, wo wir von ihnen einfach sehr viel Informationen brauchen und da wir so simpel gestrickt sind, möglichst strukturiert. Nicht, sonst erscheint einem das alles sehr kompliziert, aber so kompakt wie möglich, damit wir wissen, in welchen Rastern müssen wir denken. So. Und eben dann auch vergleichbar, dass man wirklich sieht, wo steht man dann genau Letztlich selbst. Herr Zetsche. Vielen Dank, Herr Bahner, Frau Bundeskanzlerin. Kurze Vorbemerkung vor meiner Frage zu dem ersten Punkt, der angesprochen wurde. Sie hatten nach Modulen unterhalb einer
gänzlichen Berufsausbildung gefragt im Rahmen der Flüchtlingsintegration. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit sogenannten Brückenpraktika, die wir jetzt an fast allen unseren Standorten anbieten. Diejenigen, die dort durchlaufen, sehr intensive Sprachschulung plus Heranführen an den Arbeitsprozess, sind fast alle nach Abschluss direkt vermittelbar gewesen in feste Arbeitsstellen, zum Teil bei uns aber noch stärker im Umfeld. Das ist ein Modell, ein Baustein, der dort, glaube ich, helfen kann. Meine eigentliche Frage, Sie haben angesprochen, dass über die technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung, sehr stark auch der künstlichen Intelligenz, Artificial Intelligence, das autonome Fahren jetzt zu einer Realität wird, nicht zur Fiktion. Wir haben gerade am Samstag die E-Klasse jetzt in Verkaufshäuser gebracht. Das identisch gleiche Auto ohne Zusatzeinrichtungen wird in Nevada, hat dort eine Lizenz bekommen, um als vollautonomes Auto erprobt zu werden. Testen dürfen wir in Deutschland auch, aber grundsätzlich die Kunden, die dieses Auto jetzt mit diesen Fähigkeiten kaufen, kommen sehr begrenzt in den Genuss der Möglichkeiten. Wenn sie länger als 10 Sekunden die Hand vom Lenkrad nehmen, kriegen sie eine drauf. Welche Perspektiven sehen Sie auf der rechtlichen Seite, dass die Rahmenbedingungen, das, was technologisch jetzt ganz, ganz schnell, schneller als wir es alle erwartet haben, konkret möglich wird, tatsächlich auch zum Kundennutzen und vor allen Dingen zu den Sicherheitsgewinnen führt, die damit verbunden sein können? Ja, ich spreche sehr häufig mit dem Verkehrsminister, der hat also da ist das Letzte, was ich erstmal gehört hatte, ist, dass dieses Wiener Abkommen nunmehr obsolet ist. Das heißt irgendwie, dass man sich was vorstellen kann, was auch Auto ist, ohne dass ein Mensch am Steuer sitzt. So habe ich das verstanden. Ich frage immer danach, ob wir bald eine Stadt haben, in der wir experimentieren können. Da wird mir immer gesagt, das sei Ingolstadt. Aber ich weiß, kann jetzt nicht ganz genau sagen, das ist ein guter Audi-Standort. Das Testen ist nicht das Problem. Wir haben selbst hier schlechte Informationen betrieben, weil wir gesagt haben, wir hätten Probleme, Dinge testen zu können. Wir können eigentlich alles testen, überall, okay. Nicht nur in Ingolstadt. Das Problem ist... Ich lade Sie auf die Insel Rügen ein. Das Problem ist, dass unsere Kunden gerne selbst rechtlich zulässig die Möglichkeiten, ich möchte nicht, dass morgen alles erlaubt wird, dazu wissen wir noch gar nicht genug, aber dass wir schnell genug auch den rechtlichen Rahmen erweitern, aber der dann, die technischen Möglichkeiten dann erlaubt. Also da würde ich sagen, da brauchen wir Sie, sagen Sie dem VDA, der soll eine Liste aufschreiben, was Sie brauchen, möglichst auf einer Zeitachse verteilt, welcher Schritt muss nach welchem kommen und dann müssen wir uns darüber beugen und sagen, was steht wem im Wege und ich weiß nicht, wie Europa da vorgeht. Weil es wäre ja schön, wenn man an der französischen Grenze lebt, dass man irgendwie von bis nach Straßburg dann auch zum Essen kommt. Und insofern müssen wir, sagen Sie auch, was Europa tun muss. Und dann bin ich sofort bereit, die einzelnen Schritte, und Herr Dobrindt ist das sicherlich auch, wir müssen es nur ordnen. Danke. Und, oder gibt es Gegner irgendwie? Also ich muss tatsächlich sagen, es gibt ja bei fast allen neuen technologischen Möglichkeiten primär eine Diskussion über die Risiken und die Nachteile und wie man das verhindern kann. Erfreulicherweise ist es im Thema des autonomen Fahrens nicht so. Da scheint es eher einen Wettbewerb zu geben, wer sich auch damit schmücken kann. Das ist gut, das ist positiv. Aber das müssen wir jetzt auch wirklich nutzen, indem wir konkret den rechtlichen Rahmen entwickeln. Ja, aber also wir haben zum Beispiel Ende Mai eine Klausurtagung des Kabinetts. Und wenn Sie uns bis dahin so einen Fahrplan mal geben, den der Verkehrsminister da auch vortragen kann, dann sind wir offen, glaube ich. Das ist kein strittiges Koalitionsthema irgendwie. Super, danke sehr. Ist ja auch mal was, nicht? Ich fürchte, dass wir ans Ende der Fragerunde gekommen sind, weil Sie weiter müssen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Hiersein und Dank für Ihre Offenheit. Ja, danke schön und Ihnen viel Erfolg heute noch bei der spannenden Veranstaltung.